nein, ich habe keine Extra-Leben mehr. Und ich habe den Ekeltypen besiegt. Tja, willkommen zurück zu Let's Play Block und wir begeben uns jetzt in den schwersten Teil dieses Spiels. Denn dieser Level hier ist nämlich der große Wendepunkt des Spiels, an dem die Levels richtig mega schwer werden. Wir befinden uns hier in der Eierhöhle. Und das sind wahrscheinlich diese riesigen Dinger hier. Und ich sehe es kommen. Ich werde hier abkratzen. Aber das will ich vermeiden. Jawoll. Oh gut, ein Bonusblock. Jetzt haben wir wenigstens wieder ein extra Leben. Das fängt ja echt gut an hier. Aber wir lernen endlich neue Soundtracks kennen hier. Aber dieser Level, der ist schon richtig schwer, denn er ist ein bisschen verzwickt, vertrackt und verwirrt. Denn hier muss man lernen, mal ohne Gliedmassen voranzukommen. Was ich meine, das werdet ihr schon noch sehen. Aber wir arbeiten uns jetzt systematisch voran, dann sollte es eigentlich machbar sein. Oh oh. Blöd, dass ich jetzt an diese Frucht da nicht rankomme. Yeah! Der hat gesessen. Nur ist jetzt die Frage, ob ich da jetzt raufkomme. Ja, wir haben uns ja den Weg jetzt freigesprengt, aber dafür haben wir jetzt meine linke Hand geopfert. Und ich bin Linkshänder. Nein! Unlogisch, seht mal. Hand auf der rechten Seite, Hand auf der linken Seite. Hand auf der rechten Seite, Hand auf der linken Seite. Da haben die Zeichner wohl nicht mitgedacht. Und die Spielentwickler erst recht nicht. Dachten sich, ich bin zu faul mitzudenken, deswegen werde ich einfach mal die Figur spiegelverkehrt darstellen. Tja, da habt ihr euch nicht so viel Mühe gegeben. Aber wenigstens haben wir unsere Hornissen wieder. Ein kleines Comeback, würde ich mal sagen, denn wir haben sie schon lange nicht mehr gesehen, auch wenn die Viecher immer noch so nutzlos sind. Abgesehen von jetzt. Ja, flieg nur herum, du wirst jetzt keinen Gegner finden. Mist. Danke. Kann der Fuchs mal bitte wieder zurückkommen? Hallo, danke. Jawohl. Und die Frage ist nur, wo sind jetzt meine ganzen Körperteile, denn die bewegt sich irgendwo im Level. Oh oh. Das ist richtig fies. Da sind sie ja. Danke. Aber mir fällt immer noch meine linke Hand, beziehungsweise meine rechte, wie rum auch immer das gehört. Okay, Doki. Oh nein! Jetzt natürlich nicht schlecht, wenn ich diese Bienennest hier zerstören könnte. Nein! Ich hätte dieses Leben gebrauchen können. Egal. Danke. Da müssen wir rauf, denn der Pfeil sagt, dass wir dort oben links mal nachschauen sollten. Dann machen wir das auch als erstes. Der Pfeil sagt hier lang. Okay. Ja, in solchen Teilen können auch diese komischen Blöcke versteckt sein. Oh nein, ich habe keine Hände mehr. Ich komme da nicht rein. Mist. Dann muss ich mir einen anderen Weg suchen. Die Musik macht aber Laune. Ich will da hoch. Ich will deine Hände zurückhaben. Nur wo sind sie? Zum Teufel hin. Ich hoffe da. Ja voll. Bumm. Mist, ich habe nur noch einen Fuß. Tut dir das nicht weh? Okay. Komm schon, du nutzloses Viech. Mach ihn fertig, jawohl. Kein Kleiderbügel, aber ein Geschenk. Damit erhalten wir unsere Körperteile ebenfalls zurück. Und jetzt seht mal, wir bekommen eine nutzlose Fähigkeit. Oder doch nicht? Wir bekommen hier den Feuerwehrmann, der mit Feuer rumsprüht. Die nutzlose Fähigkeit bekommen wir woanders in diesem Level, aber wartet's mal ab. Ja, und diese Fähigkeit ist nur dafür da, dass man seine Körperteile zurückbekommt, denn ja, wie gerade gesehen habt, wir haben das nur total kurz gehabt. Egal. Wir kommen jetzt wenigstens weiter. Bumm! Oh oh. Dummheit. Ich muss hier aufpassen. Und? Hier ist, glaube ich, die unnutze Fähigkeit. Oder? Seht mal. Ich bin ein K.
Cowboy, der eine Fake-Waffe hat. Bang, bang, bang. Was will ich mit dem Scheiß? Jawohl. Die Fähigkeit gibt's übrigens nur hier. Aber wie gesagt, das ist nur eine Fähigkeit, um seine Körperteile zurückzubekommen. Wow. Was will ich damit? Ich weiß ja, dass... Egal. Ich weiß zwar, dass man mit diesem Ding trotzdem die Flöhe angreifen kann, aber... Ich komme nicht rauf! Ist aber nicht so blöd dafür, oder was? Ich könnte so ein Teil gebrauchen. Ist da oben irgendwo eins? Nicht? Ich habe ein Problem. Ich komme da nicht rauf. Mist. Und so ein fliegendes Teil finde ich auch nicht. Hä? Ist hier nirgendwo eins? Doch, da. Na dann, Aufzug nach oben, bitte. Mist. Und ich habe festgestellt, das reicht ja gar nicht bis ganz nach oben. Das heißt, ich muss schauen, ob ich dort oben noch so ein Teil finde. Ich wüsste nur nicht, wo gerade. Jawohl. So ist das richtig. Jetzt hängen wir hier fest. Komm ich da drauf? Jawohl. Ja, jetzt komme ich allerdings. Ja doch, das geht ja doch. Ich hätte einfach mal auf die Muscheln hören sollen. Okay, jetzt ist nur die Frage, wie komme ich an dem vorbei? Autsch! Nein! Du tötest mich nicht. Hat's mich erwischt? Nein! Verdammt! Das ist ganz und gar nicht gut. Ich habe keine extra Leben mehr. Und ich darf mir erneut den Weg nach oben bahnen. Oh nein! Flöhe sind zwar gespeichert, aber ich muss mir trotzdem mal den ganzen Weg hier freikämpfen. Nein! Mama, das will ich nicht. Denn ich wüsste nicht, wo es hier eine Abkürzung gibt. Mama mia. Okay, ich habe zwar wieder volle Leben, aber das hilft mir jetzt ja auch nicht weiter. Oh, geschickt das Kill. Ja, da hinten ist nichts. Dann würde ich nur gerne meine Arme wieder zurückhaben. Verdammt. Das war ganz und gar nicht gut. Schaffst du das Block? Ich zähle auf dich. Bitte. Ich will, dass du mich stolz machst mit deinem letzten Extra-Leben. Danke. Ich weiß, dass du rumflößt, denn du brauchst mir das nicht sagen, lieber blinkender Pfeil. Boah, das war knapp. Aua! Hilfe! Hilfe! Ich hasse diese Dinger. Ist mir jetzt egal, ich zerstöre dieses Teil. Jawohl. Und da drüben ist wieder so ein Teil. Ich bin so angespannt gerade, das glaubt ihr mir nicht. Oh. Gut gemacht. Richtig. Verdammt. Das Blöde ist, hier muss man echt geskillt springen, darauf zu kommen. Und jetzt ist nur die Frage, wie komme ich an dieses Teil an? Hier bin ich nämlich K.O. gegangen, das letzte Mal. Autsch. Wäre es natürlich schön, wenn ich mir wieder Leben holen könnte. Nein! Nein, 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 nein! Lasst mich in Ruhe! Ich sag's euch. Wo ist meine Hand? Da muss ich halt da unten nachschauen. Ach super, echt. Ich habe ein Problem. Ich hab mich verlaufen. Hallo, könnte ich bitte mal meine Arme wieder zurückhaben? Nein! Ausgerechnet jetzt muss sowas passieren. Sag mal, das gibt's doch nicht! Ich bin so angespannt eben. Und das hilft mir auch nicht weiter. Na klasse.
Diese Dinger hätten mir vielleicht geholfen. Nur ich finde jetzt das Geschenk nicht. Ich habe mein letztes Leben und wenn ich tot bin, dann müsste ich nochmal wieder von Flohwald aus anfangen. Aber das würde ich euch dann ersparen. Keine Bange. Das müsst ihr euch nicht mit ansehen, wenn das passieren sollte. Ach du Scheiße. Und ich bin falsch gelaufen. Super. Das gibt's doch nicht, Mann. Wo waren die Geschenke nochmal? Die wären jetzt echt nützlich, aber ich finde sie nicht. Sind die etwa weg oder was? Ach du Scheiße. Oh, hier glaube ich. Oder? Oh, super. Oh, Gott sei Dank. Schade, dass die nicht meine Leben wieder auffüllen. Aber gut, dass ich wieder meine Körperteile habe. Du liebes Bisschen. Oh nein. Uah. Das war knapp. Ah. Leute, drückt mir die Daumen. Ich muss mich da jetzt aufkämpfen. Hau ab, du Viech. Ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Oh nein. Ah. Nach oben, bitte. Nein. Ah. Schnapp dir die Scheiße. Um Haaresbreite wäre ich jetzt gestorben. Alter, schlägt mein Herz gerade bis zum Hals. Und wir bekommen ein extra Leben. Yeah. Boah, das war so knapp. Das glaubt ihr mir nicht. Boah. Daumen hoch für diesen Skill. So, stopp, du Mistviech. Ich muss mich jetzt auf meine Hornissen verlassen. Oder Westen. Oder was auch immer das. Oh nein, da waren ja zwei ineinander gesteckt. Eine Hand bekomme ich wenigstens zurück, aber die andere wird wahrscheinlich auf der anderen Seite sein. Oh oh. Das ist mies. Das ist mies. Und nach oben, bitte. Diese komischen Schleimbatzen hier zerstören, genau. Und rauf. Ja, voll. Und natürlich habe ich keine Helfer mehr. Verdammt. Der letzte. Ja, voll. Geschafft. Jetzt müssen wir nur noch einen Weg nach oben finden. Und das wird gar nicht so einfach. Alles klar. Und super. Ich könnte meine Hände wieder gebrauchen. Oh oh. Das war nicht schlau, da runter zu springen. Nein! Ich weiß, wo ich meine Hand herbekomme. Da muss ich wieder nach ganz unten laufen. Sorry, Leute. So ist der Level halt. Hallo, meine Hände. Hallo. Kann ich meine Füße bitte wieder haben? Jetzt habe ich ein Problem. Na, klasse. Also, wenn das hier jetzt so weitergeht, dann werde ich einen Cut setzen, denn ich habe hier ein mächtiges Problem jetzt. Ich kann nichts mehr machen. Kann das Zeug mal bitte wieder zurückkommen? Danke. Danke für den Fuß. Wo ist das Geschenk? Nein, hier nicht. Ich glaube, noch eine Etage höher. Oh, ist das ein Stress.
Also, ich bitte dich, flieg nach oben und hol dir das Geschenk. Und hier bin ich auch falsch. Na, super. Oh Mann! Also, wenn ich nicht finde, dann mache ich einen Schnitt rein. Denn das hat sonst keinen Zweck mehr. Hier. Okay, ich mache einen kurzen Cut. So, ich habe meinen Arm gefunden und jetzt können wir hier voranschreiten. Gott sei Dank. Dann beenden wir diesen furchtbaren Level hier. Denn der ist nicht mehr zum Aushalten hier. Schnappt ihr das? Nein. Verdammt! Meine Güte, ey! Hallo! Rauf! So. Zeit, dass wir den Level verlassen. Ich hoffe, dass da jetzt endlich das Ziel ist. Oh Gott, dass mich das nicht getroffen hat, aber ich glaube, wir sind am Ziel. Yay! Dieser Albtraum nimmt kein Ende. Da hast du vollkommen recht. Ich sollte auch mal in die Höhle gehen. Oh nein, nicht der Level. Der ist auch schlimm. Der Todestunnel. Auweia. Hier gibt es erstens diese Gegner, die so ein Schutzschild haben. Zweitens muss man diesem Level hier komplett ohne Körperteile auskommen. Also ohne Füße zumindest. Die Hände darf man so viel ich weiß behalten, aber man kann nicht mehr laufen. Okay. Das ist das wahre Gesicht des Spiels und es wird noch schwerer, das sage ich euch. Hui! Oh nein, 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 nein! Das ist auch fies. Der bewegt sich so schnell. Okay. Okay. Hallo. Gut. Man muss die immer treffen, solange die paralysiert sind. Und ob ich das jetzt machen soll, weiß ich nicht. Das sollte man am besten machen, wenn man seine Körperteile wieder hat. Denn dann ist es so etwas einfacher, als was sie jetzt herablöst. Ich muss bis ans Ende kommen, damit ich meine Körperteile zurückbekomme. Und das ist heftig. Und zwar sowas von... Oh nein! Oh nein! Nein! Ich hätte diesen Kristall gebrauchen können! Und rutschen! Uhu! Oh. Oh. Nein! Auweia! Dieses Teil hätte ich gut gebrauchen können und... Schubs! Und... Nein! Das gibt's doch nicht, Mann! Und ich bekomme auch keine Buchstaben mehr. Oh je. Das ist absolut gar nicht gut. Kein Durchgang mit Füße. Ja, ihr könnt mich mal echt. Wenn ich hier K.O. gehe, dann ist was los. Oh je. Du liebes bisschen. Oh. Ey, sag mal, packt's noch? Der ist von alleine gesprungen. Oh. Ihr seid so fies. Echt. Die hier lasse ich in Ruhe, bevor ich mir das Leben unnötig schwer mache. Okay, Zeit zum Rutschen. Oho. Wenn man geschickt ist, kann man auch einfach über die drüber springen. Aber ich traue mich das nicht zu. Da ich das hier mein letztes Leben ist, will ich hier kein Risiko eingehen. Na, wenigstens ist die Musik hier nicht so stressig. Das, die Musik will nur damit sagen, dass wir es ganz ruhig angehen sollen. Oh nein. Das ist gar nicht gut.
Oh nein. Nein! Wie soll ich an dem Idioten vorbeikommen? Super. Ganz toll. Jawohl, danke. Ich liebe dich. Und Schmucks. Wow. Haut ab, Mann. Und rüber. Haut ab. Aber bitte. Und rüber. Wow. Wow. Keine vollen Leben, aber das hätte ins Auge gehen können. Wow. Gerade noch so. Wow. Alter, habt ihr schon mal so einen spannenden Part hier gehabt, abgesehen von Super Mario 65 Chaos Edition? Oh. So, jetzt töte ich euch alle. Oh, die sind mittlerweile geschlüpft. Stirbt. Oh nein! Aber ich sollte dennoch auf der Hut sein. Denn nachher kann man nämlich noch ganz fies runterfallen. Oh. Hier war noch irgendwo Flöhe. Da drüben, glaube ich, oder? Danke. Wow! Lass mich in Ruhe! Wow! 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 Unglaublich, ich kann gerade nicht reden, ich bin zu schockiert! Und es gibt immer noch Flöhe hier. Oh nein! Ach gut, dass ich hier die Gegner wenigstens schon abgeräumt habe. Hier krieche ich besser mal, denn ich will nicht gegen diese Zacken verstoßen. Boah, um Haaresbreite. Oh, liebes bisschen. Boah. Endlich mal ein bisschen Spielraum hier, das tut gut. Okay. Das wird immer fieser, sage ich euch. Die Flohgrube, die wird richtig mies, sage ich euch. Und dieses Viech töte ich mal, denn ich bekomme von denen nämlich Unbesiegbarkeit. Okay. Okay. Ich habe da kein gutes Gefühl bei der Sache. Wow. Wow. Dankeschön. Danke, ich liebe dich. Okay. Und jetzt. Ich werde meine Kraft nicht einsetzen. Ich könnte so viele extra Leben wie möglich gebrauchen. Denn ich bekomme bald wieder eins, sehe ich gerade an dem Kopf da oben in der Mitte. Das ist ja Kaizo Mario hier. Nur mit Block. Oh je. Todestunnel. Der Name passt echt gut, denn hier kann man ziemlich schnell tot gehen. Oh oh. Und. Oh nein! Okay. Und nochmal, das ist mir so egal. Okay. Das traue ich mich nicht zu. Danke. Und sofort raus hier. Wow. Wow. Stirb. So, und du tötest mal die Flöhe. Wow. Und es sind immer noch nicht alle Flöhe tot. Wow. Oh, mein Herz pochert. Schade, dass ihr das jetzt nicht hören könnt. Wow. Zwei Flöhe fehlen uns noch. Und ich wette, da kommen wieder solche Idioten. Ich. Oh nein. Das funktioniert nicht so einfach.
Mist! Danke! Und sofort raus hier! Stirb! Oh oh, hier sind Flöhe. Ich höre welche und ich habe keine Hornissen mehr. Am besten viel Abstand zu diesen Viech halten. Boah. Nur noch einer. Und der ist hier, Gott sei Dank. Wow. Stirb, du Depp. Okay, ich sammle noch die Muscheln hier ein, die werde ich nicht brauchen. Wow. Jawohl. Danke, danke, danke. Ist da oben noch irgendwas? Nö. Wow. Erstmal runterkommen. Meine Güte, was für ein Level. Oh, hast du recht. Und damit schließ mit dem Part für heute ab und komm erstmal runter. Boah, wenn das... Wenn ihr den Part genauso spaßig und spannend fandet wie ich, dann lasst ein Like und ein Abo da und teilt's mit euren Freunden. In diesem Sinne, ciao. Lange mache ich das nicht mal mit. Ich aber schon, Pluck.